Was geht ab, Leute? Am Wochenende war die deutsche Meisterschaft im Natural Bodybuilding der GNBF in Siegen. Und diesmal war ich nicht selbst als Athlet dort, sondern hatte mein Debüt quasi als Prep-Coach. Wen ich da gecoacht habe und welche Platzierung wir geholt haben, das erfahrt ihr alles im Wettkampf-Vlog, der am Sonntag online gehen wird. Und aus diesem Anlass dachte ich, ich mache ein Video, worum es beim Wettkampf-Bodybuilding, aber auch generell beim Bodybuilding wirklich geht, um meine 5 größten Learnings. Viel Spaß! Nummer 1. Die für mich wichtigste Erkenntnis der gesamten Wettkampfdiät war, so abgedroschen es auch klingen mag, der Weg ist das Ziel. Diese Erkenntnis habe ich wirklich direkt nach dem Wettkampf gehabt. Als ich nicht die Platzierung erreicht habe, die ich wollte, war ich wirklich am Boden zerstört. Also nicht nur das, ich bin nicht ins Finale gekommen. Und das hat mir komplett in dem Moment den Boden unter den Füßen weggerissen. Ich war enttäuscht, frustriert, traurig. Es ist für mich in dem Moment eine Welt zusammengebrochen. Auch wenn sich das jetzt übertrieben anhören mag, aber in dem Moment war es tatsächlich so. Und kurz danach aber habe ich für mich schon realisiert, okay, das ist es gar nicht. Und zwar saßen wir dann nach dem Wettkampf im Auto, habe für mich nochmal reflektiert und Revue passieren lassen, was gerade passiert ist. Und habe dann ganz schnell gemerkt, okay, es ging gar nicht darum, diesen Pokal mit nach Hause zu bringen oder den und den Platz zu erreichen, sondern der ganze Weg an sich, der dahin geführt hat, das war ein viel größeres Ziel. Und das ist das, was es wirklich ausgemacht hat, dieses 20 Wochen oder 16 Wochen oder 12 Wochen, je nachdem, wirklich über sich hinauswachsen und hart für sein Ziel zu arbeiten und dahin zu kommen, wo man am Ende sein will. Und diesen Weg hinter sich zu bringen. Und das war die wichtigste Erkenntnis, denn die Platzierung wäre letztendlich noch das i-Tüpfelchen gewesen, so die Kirsche auf der Sahnetorte, aber der Weg dahin war viel wichtiger. Nummer 2. Alles entscheidet sich im Kopf, wirklich alles. Man redet sich immer ein, ich habe Hunger, ich kann nicht ins Training, oh nee, das schaffe ich nicht. Ja, ganz klar, wenn man sich sagt, dass man es nicht schafft, dann schafft man es auch nicht. In einer Wettkampfdiät habe ich wirklich gemerkt, du musst mit so und so viel Kalorien auskommen, du musst jetzt die und die Leistung im Training bringen und du musst einfach funktionieren, weil du hast natürlich auch außer Training und Ernährung noch ein Leben, was sich darum gestaltet. Man lernt, mit wie viel Kalorien der Körper wirklich klarkommt und man findet sich damit ab. Man funktioniert einfach, man bringt die Leistung im Training und man funktioniert auch im Alltag. Das war für mich auch eine super wichtige Erkenntnis. Es gab Momente, da bin ich morgens aufgewacht und ich dachte, okay, wie soll ich verdammt nochmal jetzt aus dem Bett aufstehen, weil ich keine Kraft hatte. Meine Beine waren so unglaublich schwer, ich hatte keine Kraft mehr, aber ich wusste, gleich muss ich ins Training und ich muss eine gewisse Leistung bringen. Und es hat geklappt, eben weil ich mir gesagt habe, ich will mein Ziel erreichen, ich will dann und dann auf die Bühne gehen und ich will die beste mir mögliche Form auf die Bühne bringen. Und dazu muss ich diese Leistung bringen. Und ich habe es geschafft, sowohl im Training, ich habe die gesamte Wettkampfdiät so gut wie keine Kraft einbüßen müssen. Ich bin wirklich mit unglaublich wenig Kalorien zum Schluss klargekommen, konnte mich teilweise kaum auf den Beinen halten. Wenn ihr ein Ziel habt, fokussiert ist, visualisiert ist und dann tut, was dafür getan werden muss. In dem Moment, wo ihr euch selber sagt, das schaffe ich nicht, dann werdet ihr es auch nicht schaffen. Und seit der Wettkampfdiät muss ich auch sagen, wenn jemand zu mir sagt, er hat Hunger oder er kann nicht ins Training oder er ist müde oder er ist zu schlapp, dann muss ich ja schon ein bisschen grinsen, weil ehrlich gesagt ist das für mich nur eine Ausrede. Das ist die zweitwichtige Erkenntnis. Man ist zu mehr imstande, als man sich überhaupt erdenken würde und alles spielt sich im Kopf ab. Nummer 3 ist für mich auch eine super wichtige Erkenntnis gewesen und zwar sich niemals mit anderen zu vergleichen, weil man nur verlieren kann. Der Klassiker, man sieht bei Instagram irgendwelche Fotos, vergleicht sich dann und ist deprimiert, dass man eben nicht die Arme hat, die Beine hat etc. Man darf sich niemals mit anderen vergleichen und genau das ist auch, das sollte auch das Ziel bei einem Bodybuilding-Contest sein, die für sich persönlich beste Form aus sich rauszuholen, die einem nur möglich ist. Und wenn man wirklich mit reinem Gewissen auf die Bühne geht und weiß, ich habe alles gegeben, was in meiner Macht stand, vielleicht war die Zeit zu kurz, vielleicht hat irgendwas nicht geklappt, vielleicht gab es irgendwelche Probleme, Verletzungen, sonst irgendwas, aber solange man auf die Bühne geht mit dem Wissen, man hat trotz dieser Umstände alles gegeben, hat man für sich persönlich schon gewonnen. Alles andere ist sowieso nur eine subjektive Entscheidung und da hat man keinen Einfluss drauf. Wenn da jemand auf der Bühne steht, der schon 5 Jahre länger als ihr trainiert oder lass es 2 Jahre sein, sonst die genetisch identischen Voraussetzungen hat, dann habt ihr nun mal keine Chance. Deswegen
ist es da ziemlich leicht, sich runterziehen zu lassen, wenn man nicht mit dem richtigen Mindset herangeht. Und wenn ihr wisst, ihr habt alles gegeben, dann geht ihr auf die Bühne und ihr wisst, ihr habt schon gewonnen, was bei mir auch beim zweiten Wettkampf der Fall war. Natürlich, keiner bereitet sich für einen zweiten Platz vor, gar keine Frage. Aber wenn man alles gegeben hat und jemand anders das vielleicht auch getan hat, aber noch bessere Voraussetzungen hat und ein, zwei Jahre voraus ist, dann habt ihr eben keine Chance gegen ihn und sowas zerstört euch dann, wenn ihr da mit dem Gedanken rangeht, ausschließlich zu gewinnen. Nummer 4. Der Körper passt sich einfach an alles an. Egal mit wie wenig Kalorien ihr euren Körper versorgt, er passt sich daran an und muss es auch. Ihr kennt das, wenn ihr ins Training geht und euch kontinuierlich steigert, muss der Körper sich anpassen und reagiert eben mit Muskelaufbau. Oder entsprechend, wenn ihr im Kaloriendefizit seid, reagiert er mit Körperfettabbau. Das natürlich in kombiniert mit dem Training, möglichst ausschließlich Körperfettabbau. Aber der Körper passt sich eben an alles an. Bedeutet, wenn ihr nur wenig Kalorien zur Verfügung habt, wird euer Körper sich daran anpassen und wird lernen, mit diesen Kalorien effizient zu wirtschaften und damit auszukommen. Und mein fünftes und damit letztes, wichtigstes Learning war das Erfolgserlebnis. Dieses Ziel erreicht zu haben. Du weißt, ich habe mir jetzt so und so viele Wochen gesetzt, Wettkampfdiät, und ich will dieses Ziel erreichen. Und wenn du an diesem Punkt angekommen bist und dann eben weißt, du hast alles gegeben, ist es ein unfassbares Glücksgefühl, weil du weißt, du bist über dich hinausgewachsen, du hast dich nicht davon unterkriegen lassen, ob es Höhen, Tiefen, irgendwelche sonstigen Schwierigkeiten gab, sondern hast es einfach durchgezogen, egal was passiert ist, weil du eben dieses Ziel vor Augen hattest, das Ziel visualisiert hast und nicht aufgegeben hast, egal was passiert ist. Und das ist ein unglaubliches Glücksgefühl, wenn man eben dieses Ziel erreicht hat. Deswegen ist es eben so wichtig, nicht nur im Bodybuilding, sondern generell im Leben sich Ziele zu setzen, seien sie noch so groß, seien sie noch so scheinbar unüberwindbar, und eben straight in Richtung dieser Ziele zu gehen, egal welche Hindernisse sich einem entgegenstellen. Und das sind für mich die 5 größten Learnings aus meiner Wettkampfdiät letztes Jahr gewesen. Dinge, die du aus dem Wettkampf-Bodybuilding oder auch generell Bodybuilding auch auf alle anderen Dinge im Alltag anwenden kannst. Ich hoffe, sie haben euch weitergeholfen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Schreibt nochmal in die Kommentare, was ihr davon haltet, was es vielleicht so zu verbessern gibt. Und in diesem Sinne, Leute, wünsche ich euch noch einen richtig geilen Abend. Also, bis dann. Haut rein!